Das menschliche Leben besteht aus Sonnenschein, Kämpfe, Kriege und Zerstörung und dazu die Übergänge. Nichts aus der Geschichte gelernt, die Zukunft optimal und besser zu gestalten, aus den Fehlern zu lernen. Warum gibt es immer wieder Kriege? Zu diesen Themen haben wir mehrere Filme bereits produziert. Hier stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Geschichte? Aspekte der Vergangenheit, Antike, Mittelalter, Moderne. Im engeren Sinne ist Geschichte die Entwicklung der Menschheit. Sie ist die sogenannte Vergangenheit im Gedenken, im Erzählen und in der Geschichtsschreibung. Ablauf der Vergangenheit, Überblick über Ereignisse der Welt, Landes-, Regional-, Personen-, Politik-, Religionen- und Kulturgeschichte. Hier interessiert der Bereich Geschichte des Menschen. Die Entstehung des Homo sapiens gehört zum Beispiel zur Naturgeschichte. Die Geschichte des Menschen beinhaltet kulturelle Faktoren. Das Problem ist, der Mensch verändert von jeher seine Umwelt, um sie seinen Bedürfnissen anzupassen. Die Archäologie, Ethnologie und Soziogeografie befassen sich wissenschaftlich mit dieser Thematik. Die menschliche Lebenswirklichkeit in der Vergangenheit und ihres Wandels in der Zeit. Die Ethnologie, Sozial- und Kulturanthropologie, empirische und vergleichende Sozial- und Kulturwissenschaft. Gegenstand der Erforschungen, die Vielfalt menschlicher Lebensweisen und einer sowohl gegenwartsbezogenen als auch historisch verankerten Perspektive. Hier treffen sich Vergangenheit und Gegenwart. Vieles haben die Experten erforscht. Geistes- und Naturwissenschaft geben sich die Hand. Fazit: Der Mensch hat dennoch nichts aus der History gelernt, die Zukunft besser zu meistern.